Guten Tag, Leute, der hier zu einer neuen Folge Tale of a Hero. Und wir haben uns Ende des letzten Parts einen Dreschflegel wieder zusammengebastelt. Und ich will mal gucken, ob man da mal ein bisschen was dreschen kann. Und zwar gehen wir jetzt in den Sumpf und gucken, ob die blöden Dornenhecken sich damit ein bisschen besänftigen lassen. Weil, wie gesagt, ich hätte das Ding hier mitgenommen. Aber. Willst du machen, ne? Gehen wir hier nach Osten. In Osten. Und versuchen mal, ob das funzt. Ja, macht was. Sehr schön. Rondoli! Ja, wie jetzt doch nicht, oder wie? Mit dem Dreschflegel komme ich vielleicht durch. Ich hole ihn mal schnell. Das ist jetzt aber lang für überlegt. Mann. Komm, hau drauf, Jung. Los geht's. Kawabunga und hier. Mach einen auf Raphael. Ich weiß, das sind Ninchaks, aber eigentlich ist es nichts anderes. Puh, das war ja ganz schön anstrengend. Ich bin Fischer und kein Bauer. Das nächste Mal lasse ich die lieber den Flegel schwingen. Komm jetzt denn hier ran? Ja, geht. Leute, ich bin wirklich, ich bin die Wucht. Die Wucht in Dosen. Eine Öffnung, da kommt eventuell. Was ist das hier? Stücke Mäuer. Öffnung. Und Steingesicht. Das Steingesicht gehe ich mir fast davon aus. Moment, was ist denn das? Ein Stück von einem Gemäuer. Ich glaube, das ist zu einfach. Ja. Auch nicht. Aha. Das vergesse ich immer bei dem Spiel. Manchmal musste man da ja einfach mal nah ran. Das sieht aus wie eine dieser pittoresken Theatermasken. Irgendwie beunruhigend. Dieses Lächeln. Oder vielleicht eher ein Grinsen? Man weiß es nicht. Habe ich hier sonst noch irgendwas Wurzeln? Die sind vermutlich aus Holz und hängen frei an der Wand herunter. Nicht mehr lange. Was? Das geht? Ich schneide ein Stück ab. Jo, gut. Hier ist sonst noch irgendwas, was ich übersehen haben könnte. Da ist nochmal eine Öffnung. Das könnte ich natürlich auch mal, dass ich mir die Öffnung alle erstmal angucke. Sagst du auch noch was dazu? Nichts drin. Ja, nichts drin, ist klar. Passt das da rein? Ne. Passt. Das da rein? Auch nicht. Ich will es immer hoch ins Menü tun. Ich brauche das gar nicht. Ich brauche echt bloß einen Rechtsklick auf der Maus machen. Da ist ein kleiner geschliffener Edelstein drin. What? Haben wir. Kriegen wir den mit dem Messer rausgepult? Jetzt. Ich tue es wieder ins Menü, ne? Ich habe eine Idee. Da ist ein kleiner Geschliff. Das weiß ich doch. Die sind vermutlich aus Holz und hängen frei an der Wand herunter. Die Wurzeln sind aus Holz. Puh. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Da ist ein kleiner geschliffener Edelstein drin. Da ist ein kleiner geschliffener Edelstein drin.
Okay, es sind überall geschliffene Edelsteine drin. Bei dem Stein sieht aus wie eine dieser pittoresken Theatermasken. Du sollst da was machen, mein Freund. Okay, das war das, was ich vorhin schon vorhatte. Da ist irgendein Mechanismus drin, aber der scheint festgefressen zu sein. Das Öl sollte helfen. Alles schön eingefettet. Hehe. Haben wir das denn noch? Jetzt ist es alle, okay. Jetzt können wir die Statue schon reinstellen. Okay. Ich will es nicht beschreien, aber das Adventure läuft echt gut, Leute. Da hat jetzt einfach ein Blitz eingeschlagen. Die Fassung ist genau im Mittelpunkt. Was haben wir dabei? Wurzel? Mauerstück? Harz? Wie sieht denn jetzt eigentlich der Sockel aus? Haben die sich wieder zurückgedreht? Nee. Ja, doch, haben sie. Ah, haha, das habe ich gar nicht gesehen, Leute. Was ist das? Eine blinkende Kachel. Alles klar. Da ist irgendetwas drunter. Und uralte Dinge, die unter Kacheln leuchten, haben schon immer meine Neugier geweckt. Gut, denn... Ja, mein Messer, was relativ unkaputtbar sein dürfte. Das Messer schneidet keinen Stein. Ja, aber du kannst es ein bisschen mit raushebeln. Dann bappen wir uns da jetzt einen Griff dran. Kombiniere. Zack. Zack. Nee. Da ist irgendetwas drunter. Nee. Das ist wieder so typisch. Ich hab's beschrien, ne? Ich weiß, was wir machen. Wir nehmen den Zinnbecher, bappen das zusammen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich wollte eigentlich unten drunter unter dem Boden und den dann als Griff benutzen. Okay, das geht nicht. Kann ich das jetzt mit dem irgendwie kombinieren? Nee. Nee. Da ist irgendetwas drunter. Und uralte Dinge, die unter Kacheln leuchten. Irgendwas, was ich hier... Da ist ein Spalt. Ich versuche mal, die Kachel herauszubrechen. Das hätte auch einfacher gehen können, oder? Mal ehrlich. Ich nehme ihn mit. Ich hoffe, der ist nicht verflucht oder sowas. Wir haben den Kristall. Den habe ich im Tempel aufgesammelt, wo er unter einer Kachel geleuchtet hat. Da steckt irgendeine Magie dahinter. Deswegen trage ich ihn nicht gern in meiner Tasche herum. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch allzu viel machen können. Deswegen bin ich mal der festen Überzeugung. Wir schleppen den mal zur Hexe zurück. Zur Zauberin, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob die uns das übel nehmen würde, wenn wir sie Hexe nennen. Hexe, Hexe, Hexe. Aber jetzt habe ich gerade gedacht, oh, es geht gar nicht. Aber dann hatte ich zum Glück den Spalt doch noch entdeckt. So. Gehen wir mal zu Priscilla. Ich weiß, die heißt nicht so, aber ich kann mir einfach ihren richtigen Namen nicht merken, Leute. Schön, ihr Dach. Was haben wir eigentlich hier hinten? Das sind auch solche Kristalle. Vielleicht finden die das gut. Na, quatsch mal so mal. Ich wüsste nicht, worüber ich mit ihr reden sollte. Auch nicht. Warte mal. Wer könnte einen Schimmer von dem Kristall haben? Unsere Frau nicht, die meckert bloß wieder rum, was wir für ein Plunder einschleppen. Die ist in der Mitte durchgebrochen und völlig zerfallen.
Da ist wirklich nichts entgegen drin. Entgegen der Legenden ist hier... Nee. Okay, wir haben ein bisschen was geschafft auf jeden Fall schon mal in dem Part. Aber der Halb ist schon wieder um. Und das weiß ich immer noch nicht, was das bedeutet. Es ist in einen Stein eingeritzt und mit Lehm eingefärbt. Bringt mir das irgendwas? Nee, leider nicht. Ich klebe das jetzt über. Keine Werbung. Ja, ich bezweifle, dass Marek irgendwas darüber wissen könnte. Aber vielleicht kennt er jemanden, der was darüber weiß. Und ich habe das Gefühl, das wird echt noch ein langes Adventure hier, wenn man überlegt, wie groß die Karte ist, was da für Orte beschriftet sind. Guten Tag, Marek. Ich wüsste nicht, worüber ich mich mit ihm unterhalten sollte. Nee. Kleben wir dir die Schnute zu? Auch nicht. Oh Mann. Steht da sonst noch irgendwas drin? Kann ich irgendwie blättern? Nach dem, was hier steht. Nee. Ach, Menno. Verkleben wir ihn den Besen? Der Besen ist aus Haselzweigen. Was haben wir jetzt eigentlich noch dabei? Dreschfliege ist jetzt auch weg. Genau, wir machen unsere Fackel da draus. Nicht? Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich dann noch mehr rauskramen, oder? Ich gehe mal noch nach Hause, Leute. Es sind ja bis jetzt bloß die drei Orte. Ich meine, was soll ich machen, ne? Vielleicht weiß der Rauchgeist was. Der war ja mit Kristallen, war der recht gut bewandert. Vielleicht können wir ihn damit auch ärgern. Das würde ja schon reichen. Nope. Ist dir schon was eingefallen? Gedulde dich. Ist es nicht. Und auf dem Dachboden können wir immer noch nicht, ne? Nee, geht nicht. Heieieiei. Jetzt ist wirklich gerade bei mir ein bisschen Haufen Zeug im Inventar und ich weiß im Ansatz nicht, wozu ich es nutzen kann. Also, mit sowas könnte man vielleicht irgendwie eine Kurbel bauen oder so, aber... Alter, was ist denn da draußen los? Sicher nur die Markierung. Es ist in einen Stein eingerissen. Mich ärgert jetzt auch, dass die Priscilla dazu nichts zu sagen hat. Na, ich gehe nochmal hin. Zu der Ruine. Vielleicht gibt es ja noch viel mehr, was ich gar nicht gesehen habe. Gehen wir nochmal rauf. Diese hier sind in einem viel besseren Zug. Na gut, dann aktivieren wir es halt noch einmal. Irgendwie beunruhigend. Das sieht aus wie eine dieser Kann ich an dem Ding selber außer das hier auch nichts machen? Passiert noch irgendwas? Ahaha, Moment.
Und dann machen wir nochmal Blitz. Manchmal sind die Lösungen einfach zu simpel. Ja, I know. Jetzt machen wir hier nochmal Randali. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber... Ja, Baby. Ich habe Feuer gemacht. Eine Treppe, Na, dann mal runter. Ich meine, was haben wir zu verlieren, ne? Wasserspeier. Leeres Wasserbecken. Noch ein Wasserspeier. Noch ein Wasserspeier. Eine Steintafel. Gucken wir uns die mal an. Hier sind Symbole eingemeißelt, die entfernt wie Tiere und Menschen aussehen. Ich kann zwar weder Zeichen noch Sprache wiedererkennen, aber auf solche Gelegenheiten hat mich mein Vater vorbereitet. Er sagte immer, für einen Helden, der verlassene Kerker, Tempel oder Burgen erkundet, kann es hilfreich sein zu wissen, welche Zeichen Ausgang und welche Vorsicht Falle bedeuten. Also schauen wir mal. Hier steht was über eine Göttin. Ein Opfer für die Göttin. Jugend, Glück, Vergebung und beschränkte Haftung? Haftung, habe ich was dabei? Igitt, der sieht ja zum Fürchten aus. Schwer vorstellbar, dass etwas so Hässliches einst als Symbol von Glück und ewiger Jugend galt. Andere Zeiten, andere Geschmäcker, schätze ich mal. Schwer vorstellbar. Die drei Wasserspeier an der Umrandung des Beckens sollten es wohl mit Wasser füllen. Na, wir haben die Statue hier noch. Höchstwahrscheinlich eine längst vergessene Göttin des Lebens und der Jugend. Die sieht irgendjemandem ähnlich. Nur wem? Die Hand sieht so ein bisschen... Fehlende Hand, die ist doch, die fehlt doch nicht. Okay. Das Geräusch kommt von irgendwo aus der Statue. Aber von wo genau? Ich hab's gesehen. Hallo? Könntest du mal, bitte? Das hat da geblinkt da, oder? Ihr habt doch das auch gesehen. Ich hab da nicht schon Lavan. Eindeutig. Jetzt hat er es mitgekriegt. Eine Feldsteinplatte. Die Platte in der Öffnung ist locker, aber der Spalt ist zu eng. Ich kriege sie nicht raus. Ich muss das Harz erst weich bekommen, bevor ich es als Klebstoff benutzen kann. Wie kriege ich das weich? Okay. Vielleicht haben wir hier wieder irgendeinen Spalt, jawohl. Der Spalt ist wirklich sehr schmal. Zu schmal für das Messer. Da ist ein schmaler, fast unsichtbarer Spalt um die Platte herum. Aber er hat darauf reagiert, wo ich das gesagt hatte. Ich muss das Harz erst weich bekommen, bevor... Okay, das heißt wieder mal ein bisschen Backtracking. Es tut mir leid, Leute. Aber woher soll ich es auch wissen, ne? Das geht ja alles relativ schnell. Ladezeiten sind ja so gut wie keine da. Wir gehen nach Hause, da haben wir doch einen Kochtopf. Vielleicht können wir es damit ein bisschen anwärmen, das Harz, und dann kommen wir vielleicht weiter. Mal gucken. Wie? Och nö, ich bin jetzt nicht den Weg umsonst gerannt. Jetzt ernsthaft.
dann eben in der Kneipe, mein Gott. Und ich wüsste, wo noch ein Topf sein könnte. Mach mal weich. Mach da nie weich. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gehst aber auch nicht durch, ne? Das ist jetzt nicht gerade ein Riese, aber... Ich weiß, dass Priscilla ja den Kochtopf hat. Vielleicht kriegen wir das damit weich. Mama, der Harz weich. Jau. Sieht so aus, als wäre das Harz geschmolzen. Sehr schön. Autsch! Ich hab mir die Finger verbrannt. Irgendwas zum Aufheben. Mauerstück wohl eher nicht, aber das Stück Wurzel vielleicht. Nee, auch nicht. Im Zinnbecher ist jetzt geschmolzenes. Nimmst du es jetzt schon auf? Oder ist hier immer noch zu warm? Ach. Gut. Es geht voran, Leute. Wenn auch nicht mit Riesenschritten, aber... Mei. Ich bin zufrieden bis jetzt. Zur Platte. Und das Harz daran gebappt. Ich brauche noch irgendwas, das ich dran kleben kann. Ja, wir haben den Steingriff. Ich brauche noch irgend... Hallo. Warte mal. Da hört sich's anders an. Merkt ihr das? Oder täuscht das? So funktioniert das nicht. Ja, ich weiß. Jetzt hör auf zu meckern, echt. Ich brauche noch irgend... Ja, doch. Das Messer wäre ein bisschen schade. Und tunk halt das Mauerstück da rein. Irgendwas hinter der Platte hat gezischt. Und ich will wissen, was das war. Irgendwas hinter der... Das hält. Jedenfalls fürs Erste. Was? Harz, das sich in einem Zinnbecher gesp... Ich hab grad echt... ziemlichen Hänger. Irgendwas hin. Ich weiß nicht, ob ich bloß das Gefühl habe, aber es klingt unterschiedlich. Hier ist lauter gewesen. Ja. So funktioniert das nicht. Ha. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mensch, tunk da halt einfach ein bisschen rein. Bapp das dran, dann kann man es weghebeln. Ich brauche noch irgendwas, das ich dran kleben kann. Ja, doch! Mensch! Vielleicht geht's jetzt einfach auf. Wird weggeblastert. Heieiei. Will er vielleicht bloß mit dem Mauerstück die richtige Stelle haben oder so?
So funktioniert das nicht. Das weiß ich. Okay, Leute, ich kümmere mich da im nächsten Part drum. Für heute sage ich erstmal Ciao. Ich danke euch fürs Dabeisein. Nee, ich gucke. Opfere der Göttin und du wirst die Früchte von ewiger Jugend und ewigem Leben ernten. Dieser Effekt ist nicht anhaltend. Oder stellt sich nicht bei jedem ein? So oder so ähnlich verstehe ich das jedenfalls. Opfere der Göttin. Dieser Effekt. Opfere der Göttin. Dieser Effekt. Ich weiß nicht. Die Statue selber noch irgendwas? Höchstwahrscheinlich eine längst vergessene. Liegt hier noch irgendwas rum? Ich bin ja selber neugierig. Das ist das Schlimme. Nee, wir machen erstmal Pause für heute. Ich gucke mir das beim nächsten Mal noch genauer an. Vielleicht komme ich auch zwischendurch noch selber auf eine Idee. Ich sage an dieser Stelle Ciao. Macht's gut, Leute. Ich danke euch fürs Dabeisein. Bis denn.